herzlich willkommen hier bei einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute mal, wie ich, das sind jetzt alles meine Lippenstifte, die wirklich ganz, ganz toll sortiert werden sollten, weil ich habe hier sogar Sachen, das ist so eine Schublade, wo ich alles reingeschmissen hatte. Das ist hier so ein IKEA-Aufbewahrungscontainer und ich habe hier ganz, ganz viele Lippenprodukte, die ich jetzt ein bisschen neu sortieren wollte und ich möchte mir ein paar da hinten, wie ihr seht, in diese in den Container reinpacken für die Lippenprodukte, die ich einfach tagsüber verwende, aussortiert. Das schauen wir einfach mal drüber, was tatsächlich noch gut ist und was nicht. Ich habe hier eigentlich alles neue Produkte. Also ich weiß, dass die meisten Sachen hier alle neu sind. Und ich werde noch mal ein bisschen durchsortieren und so ein bisschen auch Lippenstifte so separieren. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr bei sowas auch Spaß habt, weil ich werde jetzt noch mal komplett durch meine komplette Make-up-Sammlung gehen. Werde euch auch zeigen, wie ich die jetzt persönlich organisiere, weil ich jetzt einfach sehr, sehr viel davon habe. Und lasst mir gerne einen Like dafür da. Ich habe da immer wahnsinnig viel Spaß dran. Werde euch aber auch zu den einzelnen Marken auch mal ein bisschen so eine kleine Review geben, weil ich einfach sehr viel davon habe. Und ich jetzt einfach finde, dass wenn ich das euch so ein bisschen näher zeige, dass ihr da wirklich viel, viel mehr Eindrücke dafür bekommt, wie die Qualität der jeweiligen Lippenstifte ist und ob es sich lohnt, diese nachzukaufen. Also ich würde sagen, wir starten mal los. So, starten möchte ich mal mit so ganz, mit den ganzen, also ich habe jetzt hier zum Beispiel solche Aufbewahrungssysteme, die könnt ihr bei IKEA kaufen. Das ist jetzt tatsächlich eins zum Tragen, weil das nämlich aus einem Containerregal aus der Küche ist. Und ich habe mir gedacht, ich verwende das mal, um meine Alltagslippenstifte hier drin zu lassen, um die auch ein bisschen besser im Blick zu haben. Und das da, schaut mal, ich habe da drüben, das seht ihr ja hier, das habe ich von meinem besten Freund geschenkt bekommen. Das ist einfach, jetzt, das habe ich jetzt hier rausgenommen, einfach so ein Containerle zwischen denen und da oben ist ja praktisch mein Tisch. Und da habe ich jetzt praktisch meine Lippenstifte und so. Und die sind weitestgehend auch durchsortiert. Da zeige ich euch dann später, wie ich das dann gemacht habe. Aber ich dachte, ich zeige euch mal das anhand dieses einen Beispieles, wie ich praktisch jetzt gerade sortiere. Hier hat sich irgendwie so voll der Mess eingeschlichen. Ich hatte das ist eine Schublade. Die hatte ich eigentlich mal total sortiert, aber irgendwie hat sich das dann so eingeschlichen, dass da plötzlich so Augenbrauenprodukte drinne gelandet sind, wo ich mir dachte, hä, also eigentlich kann es ja nicht sein. Ich habe die Lippenstifte soweit abgewaschen und jetzt starten wir mal. Wie ich hier schon sehe, sind hier auch diese Liquid Liners. Die sind oben in meiner Schublade, die packe ich schon direkt wieder in die Schublade rein, wo es hingehört. Und ich fange jetzt mal einfach an, ein bisschen zu sortieren. Und zwar sortiere ich so ein bisschen, also ich habe jetzt hier die Physicians Formula The Healthy Lip. Ich liebe ja die Foundation dazu, die sieht ja auch genauso aus. Ich habe so ziemlich jede Farbe davon. Ich gucke mal, ob ich jetzt alle so auf einmal gleich kriege, weil die sind super, super schön, super cremig und trocknen auch wahnsinnig schön an. Jetzt hoffe ich nur, dass ich immer alle Farben gleich auf einmal kriege. Das sind praktisch diese. Ich habe diese Farben. Und zwar sind das wirklich sehr, sehr hochwertige Lippenstifte. Die könnt ihr bei Douglas kaufen. Die liegen preislich etwa, ich glaube, bei 7,99 €. Und die Farbe, das Rot und vor allem dieses Korall benutze ich wahnsinnig gern. Das ist die Farbe Tulip Treatment. Und das ist die Farbe Fight Free Red Radical. Also es sind wirklich schöne, das Packaging, klar, es verkratzt halt sehr, wenn ihr das jetzt polieren würde, wäre das richtig, richtig schön sauber. Muss aber sagen, dass diese Produkte wahnsinnig gut sind, die bleiben aber auch auf meinem Tisch, weil ich die persönlich sehr, sehr gut finde und deswegen bleiben die in meiner Kiste und ich drehe die meistens um, damit ich die Farben direkt sehen kann, weil ich eigentlich genau weiß, welche Marken das sind, weil ich eigentlich vom Gedächtnis her immer ganz gut weiß, wo ich was hingeschmissen habe. Dann das nächste, was ich raussuchen werde, sind diese Dinger von Catrice, die ich neulich in dem Video mal erwähnt hatte. Und zwar die Generation Matte. Da habe ich auch so ziemlich jede Farbe von. Und zwar finde ich die auch wahnsinnig gut. Ah, hier ist noch zum Beispiel einer von Physicians Formula, noch eine etwas rosane Farbe. Das ist noch ein Augenstift. Und zwar, jetzt schaue ich mal, ob ich alle zusammenkriege. Das ist noch einer, das ist noch einer. So. Das sind die sogenannten Generation Matte. Also ich habe zum Beispiel diese Farbe zweimal, weil ich einen sogar schon aufgebraucht habe. Und zwar ist es die Farbe, muss ich gerade mal gucken, steht da, Blushed Pink.
Da habe ich einen schon halb leer. Das sieht man noch nicht, weil ich ihn halt immer durchswirle. Das ist ein wunderschöner Dupe zu meinem Calabasas. Dann habe ich hier die Farbe Girls Bite Back. Auch eine Wahnsinnsfarbe, eher so ein rötlicheres. Und dann habe ich hier ein paar Nude-Töne und muss sagen, ich finde die wahnsinnig gut. Ich habe jetzt eigentlich auch noch so ein, ja, so wie nennt man denn das, so ein bisschen schmutzigeres Lila, aber das finde ich bestimmt hier gleich dazwischen. Die da kosten, ich glaube, gerade mal 3,40 € oder 3,99 €, je nachdem. Wahnsinnig gut, die kommen aber in meine Schublade, weil ich halt sehr, sehr viele davon habe. Ich habe tatsächlich auch diese Farbe doppelt, die liegt in meiner Tasche, von meiner Arbeitstasche. Zumindest zu der Zeit, wo ich jetzt noch arbeiten war. Das ist ja jetzt erstmal nicht mehr. Dann habe ich hier, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich alle zusammenkriege. Zwei Laura Lee Los Angeles Quick Lipsticks und zwar aus der Weihnachtsedition. Hab die tatsächlich zweimal, weil die wahnsinnig schön ist, die Farbe. Und zwar ist das Kismes. Das ist ein Liquid Lipstick mit so einer rosa Kappe. Muss ich auch sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Die hat so ein bisschen so einen erdbeerigen Geruch. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ist wirklich sehr, sehr pflegend. Ich habe ihn jetzt allerdings nicht sehr häufig getragen, weil einfach viele Sachen einfach, sage ich mal, jetzt so ein bisschen untergehen, weil man halt zu viel davon hat. Deswegen versuche ich jetzt auch ein bisschen mehr aufzubrauchen. Das ist sehr wichtig. Dann habe ich hier einige der kleinen, und zwar habe ich die doppelt, weil ich die einfach so super genial fand. Und das Problem ist, bei diesen Too Faced Lippenstiften von den Weihnachtseditionen gab es halt leider Gottes, ich habe noch mal einen zweiten davon. Ich weiß nur nicht, wo der wieder rumfliegt. Ich habe den, glaube ich, in der Tasche irgendwo. Und zwar ist es eine Limited Edition von den Too Faced, so Gingerbread Style. Das ist die Farbe Pumpkin Spice. Wahnsinnig schöne Farbe. So nude, aber in so einem Peach-Ton. Richtig geil. Achtet bitte nicht auf meine Nägel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die machen lasse. Weil irgendwie denke ich halt, ja, wenn halt Babys kommen, ist es halt ein bisschen blöd mit Fingernägeln. Da muss ich mir echt noch Gedanken drüber machen. Das ist die Farbe Pumpkin Spice. Dann habe ich auch noch die Farbe Hot Buttered Rum. Das ist auch eine super schöne karamellige Farbe. Und das ist eins meiner Lieblingsfarben. Die habe ich, wie gesagt, zweimal, aber irgendwo fliegt die hier noch rum. Und das ist die Farbe Cinnamon Bear. Da gab es irgendwie, ich glaube, vier, fünf Farben für 18, 19 € oder so. Und ich habe die mir doppelt geholt, weil die halt immer Limited Edition sind. Und ich muss sagen, das ist halt ein echter Schatz von mir. Die kommen auf gar keinen Fall weg. Und dann habe ich eine ganz, ganz krasse Obsession zu. Ah, hier ist der zweite davon. Zu Too Faced Lippenstiften. Und zwar habe ich die immer gesammelt, weil ich die von den Farben halt unglaublich gut finde. Und ich glaube, das sind alle Farben, die ich jetzt so auf einmal sehen kann. Und zwar habe ich die Farbe Feeling Myself. Das ist so ein schönes Blush Pink. Dann habe ich natürlich dieses Child Star. Das ist so ein richtig geiles Nude. Da muss ich aber einen dunklen Lip Liner zu tragen, weil sonst sehe ich ein bisschen The Walking Dead mäßig aus. Dann ist das meine Lieblingsfarbe Lady Balls. Das ist richtig geil. Dann gab es halt so eine Limited Edition. Gerade zu Weihnachten gab es die Farbe einmal Gingerbread Man und Girl. Also oben ist Girl und Man ist unten. Super schöne Farben, benutze ich vor allen Dingen im Herbst. Die habe ich jetzt wieder weggelegt gehabt. Dann habe ich ein Matte Metallic, ist auch sehr hübsch. Und jetzt kommt natürlich der Orangene raus. Muss ich sagen, da benutze ich einen roten Lip Liner und mache da einen Ombre-Style draus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe mich doch entschieden, alles in die Schublade zu packen. Und schaut mal, das sind Stacks, die ich aus dem IKEA habe. Die passen tatsächlich komplett perfekt hier rein. Und ich zeige euch dann auch später die anderen Lippenstifte, die ich so sortiere. Dann haben wir Jouer-Lippenstifte. Das sind die von Jouer. Das sind diese kleineren hier. Ich kann die unglaublich empfehlen. Die haben leider nicht so eine schöne Applikator. Das ist jetzt nicht so mein Lieblings-Applikator, sage ich mal. Aber muss trotzdem sagen, dass es ein wunderschöner Lippenstift ist. Ich habe jetzt, glaube ich, nur drei Farben davon. Wieso habe ich nur drei Farben davon? Also, das ist einmal die Farbe Petal the Rose. Das ist ein wunderschönes, blushiges Rosé, ist aber auch wirklich so eure Lippenfarbe, aber am besten sehr, sehr hochwertige Verpackung. Dann habe ich einen Gloss, den ich super gerne trage, und zwar Sweethearts. Das ist so ein richtig toller Gloss. Ich versuche euch den mal zu zeigen. Schaut mal, das ist so ein richtig toller Gloss, denn der hat so richtig tolle blaue, lilane Reflexe drin. Seht ihr das? Und dann habe ich noch die Farbe Cabaret.
Super geiles, intensives Rot. Die Formulierung ähnelt ein bisschen den Soft Matt von NYX, sind aber tausendmal besser, halten auch richtig gut und fühlen sich super auf den Lippen an. Dann habe ich natürlich, das sind halt meine Lieblingslippenstifte, ehrlich gesagt. Das sind die Fenty Beauty Lip Stunners. Ich glaube, den Uncuffed habe ich in meiner Tasche. Das sind wirklich absolute Investitionen, sage ich euch. Ich liebe die. Die sehen erstens mal unglaublich schön aus. Ich habe die super gerne zu benutzen. Die da zum Beispiel, das sind halt, ich habe halt vier Farben davon. Es gibt natürlich auch so ein bisschen grellere Farben, aber das ist jetzt nichts. Zum Beispiel hier ist auch noch ein Too Faced zum Beispiel. Der ähnelt dem sehr, aber das ist sehr viel blaustichiger. Also, ich sage, eine Laie kann das jetzt nicht sehen. Ich finde die vom Packaging wahnsinnig gut. Die haben auch einen ganz, ganz tollen Applikator. Also ihr habt jetzt praktisch so einen ganz speziellen Applikator. Sieht halt so ein bisschen sehr specialig aus. Und ihr könnt damit halt unglaublich schön eure Lippen ausmalen. Braucht eigentlich nahezu keinen Lip Liner. Ich glaube, Fenty hat noch gar keine Lip Liner. Ist ein wunderschönes Rot. Das ist auch so ziemlich, das Uncensored ist so ziemlich das krasseste und schönste Rot. Ist nicht kussecht, also ihr müsst dann schon ein bisschen gucken, wie ihr das macht. Aber sehr, sehr schöne Formulierung. Dann hole ich mal die Smashbox raus. Smashbox finde ich auch eine geile Marke. Allerdings finde ich die Liquid Lipsticks im Vergleich zu ja, vielen anderen Dingen halt etwas teuer. Hier habe ich jetzt auch noch mal einen Liquid Lipstick und zwar in der Farbe Bend and Snap. Der ist auch richtig geil. Also der ist natürlich ganz anders dunkel. Der ist schon ein bisschen ins Mauvige, da oben ins Pink. Dann habe ich von Smashbox auch vier Farben, glaube ich. Außer es fliegt mir noch einen entgegen. Nee, das sind vier Farben. Zwar habe ich einmal die Farbe Always On Man Eater. Das ist praktisch so metallischer. Ich mag metallische Liquid Lipstick. Ich weiß nicht, wie andere da drauf sind. Dann ist das eins meiner. Ich mag diese rosa Blush. Also das ist ein bisschen sehr rosa. Das ist aber die Farbe Big Spender, aber sehr, sehr hübsch. Ihr macht einfach meistens ein dunkel. Zum Beispiel die Kombination aus diesen beiden mache ich zum Beispiel auch sehr gerne. Den da so ein bisschen am Rand und dann packe ich das zum Ausfüllen. Hi, Nuki. Nuki kommt auch hierher, gell? Okay? Und dann habe ich noch die Farbe Boss. Also guck mal, das schreibt man irgendwie Boss. Das ist praktisch so ein richtig tolles Rot, aber das ist eher so ein sehr Classic Red und so wie ihr das auch auf dem Applikator seht, das ist eine sehr cremige Formulierung. Sie läuft aber allerdings ein bisschen aus, da müsst ihr dann schon Lip Liner zu benutzen, ja. Aber super schönes Rot. Ich denke immer so, man sieht es gar keinen Unterschied zu den beiden Rot, aber das hier ist sehr viel blaustichiger und das ist einfach ein so sattes Rot. Aber ihr seht auch, das dauert ewig zum Antrocknen. Das ist ein bisschen schneller trocken. Dann habe ich einen einzelnen von Melt Cosmetics. Ich weiß nicht, den fand ich jetzt nicht so gut, weil der crackt halt unglaublich. Die Farbe ist allerdings der Hammer. Und zwar ist es die Farbe Rock. Und das ist halt so ein geiles, richtig sattes Rot. Und ich fand das so ein richtig geiles, moviges, ja, so typisch Jenny-Farbe. Crackt aber. Also es hat mich ein bisschen angenervt, weil die Farbe trocknet wahnsinnig trocken an. Also das ist jetzt nicht so meine hammergeilste Formulierung. Aber naja, finde ich sonst ganz gut. Dann haben wir die Liquid Lipsticks von Ofra Cosmetics. Ihr müsst halt überlegen, diese Schublade, die ich euch zeige, viele der Lippenstifte kosten halt um die 20 Euro. Also da ist ein richtiges Vermögen in der Schublade drin. Da müsst ihr euch dann wirklich überlegen, braucht ihr wirklich alle Farben? Ich habe natürlich von einem Jahr eher so ein bisschen, ja, mir gekauft, was ich Bock hatte. Das ist jetzt heute jetzt nicht das Problem, ehrlich gesagt. Klar, heute würde ich es jetzt nicht mehr machen, aber auch weil jetzt das Lebensziel sich ein bisschen verändert hat. Aber muss sagen, Ofra Liquid Lipsticks sind wirklich eines der besten. Ich habe hier zwei Farben. Das Rot ist egal von welcher Marke, immer scheiße. Also ich habe ganz selten Marken, wo ich sage, oh wow, das ist richtig gut. Dann habe ich hier noch Kiko Liquid Lipsticks und zwar sind es diese Instant Color Matte Liquid Lipsticks. Wunderschöne Farben. Ich weiß gar nicht, schade, dass die jetzt nicht ein bisschen mehr Farben machen. Da ist ein metallischer dabei. Die kosten so, ich glaube, um die 7 oder 8 Euro. Aber ich kann mich auch täuschen. Kiko Milano ist jetzt nicht die billigste Marke, muss ich sagen. Aber wenn ihr die Sales abwartet, könnt ihr richtig Schnapper machen. Ich habe, glaube ich, so um die 5,50 € pro einen bezahlt. Also das ist noch echt gut. Also die sind wirklich toll. Die sind toll von der Farbgebung. Haben auch einen tollen Applikator. Müsst ihr auch mit dem Liquid Lipstick so einen Liner benutzen.
Dann habe ich hier einen Fenty Liquid, einen Fenty Lippenstift, die ich allerdings sehr, sehr schön finde. Und zwar ist die Farbe, ich glaube, Mademoiselle oder so. Nee, Spanked. Ist auch so ein typisches Jenny Nude. Also ich mag ja dieses rosa, pink, mauvige. Muss aber sagen, diese Verpackung stört mich voll. Das ist irgendwie gar nicht so hochwertig. Kostet auch immerhin 17 Euro. Ich liebe aber Fenty Beauty, kann man einfach nichts sagen. Dann habe ich hier noch Nabla Cosmetics. Nabla Cosmetics, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich gekauft und weiß ich gerade nicht, wie die sind. Ah, doch, die sind sehr flüssig, aber haben wunderschöne Farben. Hab mir aber nur so zum Probieren mal ein paar gekauft. Zwei davon. Es löst sich da unten auch schon langsam. Bei den Lippenstiften muss ich ganz klar sagen, muss ich noch aussortieren. Und dann wieder so ein, sag ich mal, so ein, ja, so ein richtig tolles, ja, Mauve, Rosé, Blush-farbig. Also ihr seht, dass die Farben, trotz dass die sehr ähnlich sind, also wirklich, ihr merkt es auch an den Auf, die da, der das zum Beispiel durchgetrocknet, der da ist immer noch, seht ihr ja, so ein bisschen kommt was durch, aber die sind so ziemlich trocken schon. Und der da zum Beispiel ist sehr, sehr schön, habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt, muss ich sagen. Dann habe ich die Liquid Lipsticks von Hatice Schmidt. Ich liebe und verehre diese Frau, aber die Liquid Lipsticks, da kann sie, glaube ich, auch nichts für. Die sind sehr, sehr trocken. Ich finde die von der Farbe aber so, so schön. Das ist halt so die Krux, ja. Irgendwie ist die Farbe halt voll geil, aber es ist einfach so furzetrocken, dass mir einfach die Lippen danach springen. Und zum Beispiel auch dieses dunkle Lila. Ich finde es eigentlich sehr, sehr hübsch und richtig extra, muss ich sagen. Das ist aber ein Look, den ihr tragen müsst. Ja, es ist ein super sattes Rot und super, super sattes Lila. Aber ist jetzt auch nicht so meins, muss ich sagen, ja. Dann habe ich hier noch einen vereinzelten Liquid Lipstick von Pixie by Petra. Ich liebe den. Das ist die Farbe Really Rose. Das swatche ich mal neben die anderen roséfarbenen. Da seht ihr auch schon wieder, da gibt es wirklich Farbunterschiede. Leute, die halt solche Farben tragen, sehen das. Also ich sehe das natürlich schon. Und jetzt haben wir schon fast alle Liquid Lipsticks eigentlich. Jetzt haben wir noch die Glosse eigentlich. Hier habe ich jetzt mal ein paar Glosse. Und zwar habe ich hier zweimal die Candy Sticks von NYX. Ich finde die gar nicht so schlecht. Ich glaube, das war bei der Goodie Bag mal dabei. Ich finde die gar nicht schlecht, sind aber super, super klebrig. Da muss man echt mögen. Dann die da zum Beispiel mag ich wahnsinnig gern. Das sind die Essence Plumping Glosse. Wer wirklich auf Glosse steht und die nicht teuer sein sollen, das sind wirklich geile, geile, geile Möglichkeiten. Es werden allerdings noch, also ihr seht ja, das ist wirklich ein toller Gloss. Er ist klebrig, aber er ist dafür auch sehr langanhaltend. Sind auch sehr gut deckend. Also ihr habt dann schon so ein ganz tolles Ergebnis auf den Lippen. Und finde den wirklich wahnsinnig schön. Hi, Nuki. Hi, Bebe. So, mein kleiner Terrorist ist auch hier. Und auf jeden Fall finde ich die sehr, sehr schön. Nuki, Schatzi, was machst du? Mami nervt es. Was machst du? Und auf jeden Fall habe ich hier noch von L.A. Splash. Die sind super schön. Also ich habe die gekauft im Cosmetic for Less Laden in Hamburg selber. Und fand die wirklich sowas von gut. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also ich habe selten so einen metallischen Lippenstift gesehen. Also ich muss sagen, die Lippenstifte sind wirklich der Shit. Die mag ich auch wahnsinnig gern. Ich habe auch voll Angst, die zu benutzen. Dann habe ich hier wieder so ein typisches Jenny Nude oder whatever, ja. Und zwar habe ich hier nochmal eine schöne Farbe. Und zwar dieses hier. Das ist ein sehr dunkles Mauve. Du kleiner Neugieriger. Und auf jeden Fall habe ich halt so eine ziemlich typische Farbrange, die ich eigentlich benutze. Und ihr seht ja, die Hatti-Dinger sind halt furztrocke, ja. Dann habe ich noch zwei von diesen Kylies, also einmal die Coco. Das ist, glaube ich, mal mit ihrer Schwester Chloe. Muss aber sagen, die Farbe ist einfach geil. Ich habe die mal aus dem Tauschpaket gekauft und fand den wirklich super schön. Dagegen habe ich dann noch einen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Strawberry Cream. Genau, das ist so ein helles Nude. Sollen eines der besten sein. Also ich weiß, dass die sehr gut sind, die Liquid Lipsticks. Aber ich trage die nicht sehr häufig, weil ich leider nicht viele davon habe. Dann tragen wir eigentlich schon mal zusammen. Ich habe jetzt praktisch noch ein bisschen Platz frei. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch ein bisschen Platz machen. So.
Dann haben wir hier jetzt neue Sachen, die ich gekauft habe. Und zwar, das sind Alverde Soft Velvet Lippenstifte. Das sind ganz neue von dem Alverde-Programm. Ich bin gar kein Alverde-Fan, aber die Lippenstifte sind einfach wow. Also, die Soft Velvet sind praktisch so leicht antrocknend, nicht komplett trocken. Die kommen aber in meine Lippenstiftschublade. Ich habe jetzt drei Farben geholt. Und zwar habe ich einmal die Farbe 40 Red Passion. Das Red Passion. Das ist die Farbe Pink Power, den ich auch sehr, sehr schön finde. Super cremig. Ich mag die Lippenstifte von Alverde, sind wirklich schön. Und einmal die 30 und die finde ich fast am schönsten. Das ist halt wieder so eine typische Jenny-Farbe. Und zwar in der Farbe Soft Fire. Also das sind die drei Farben, die Soft Velvets von Alverde. Ich finde die sehr, sehr, sehr schön. Also die werden auch definitiv hier bleiben und werden auch hochkant gestellt. Die werde ich definitiv weiter benutzen. Dann habe ich mir von ich glaube von Maybelline welche gekauft. Und zwar die Farbe Rich Plum. Die Lippenstifte, die in diesen Verpackungen kommen, finde ich auch mal wahnsinnig gut. Hier Rich Plum ist ein Glossy Finish. Das sind von diesen Color Sensation. Auch sehr gute Lippenstifte. Trage ich super gerne. Trage ich die im Alltag, wenn ich halt echt nicht weiß, was ich nehmen soll. Dann haben wir die Farbe More Than Adore. Auch so ein bisschen was rosastichiges. Trage ich relativ häufig. Aber dann halt wirklich zu einem schönen, dicken Cat-Eye. Und dann haben wir noch die Farbe Sweet Pink. Das ist einfach so ein richtig tolles, ganz schlichtes Nude. Eigentlich eher so ein bisschen Naturfarben. Und das stecke ich mir halt in die Tasche, wenn ich halt irgendwie kein Labello da habe oder so. Dann haben wir die Farben 481 von Trend It Up. Das sind alles neue Lippenstifte, die ich mir dazugelegt habe, weil die Farben neu sind. Haben so eine neue Formulierung gekriegt. Daher habe ich von lauter Neugier natürlich mir welche angeschafft. Dann habe ich noch die Farbe 482. Das ist auch so ein mattes Finish, sind unterschiedliche. Das ist aber so ein Korallrosa. Und ich habe die 430. Die haben unterschiedliche Finishes. Das ist zum Beispiel ein Cream Finish. Dann habe ich noch Matte dabei, High Shines. Dann gibt es welche dabei, Ultra Matt, High Shine, genau. Dann haben wir noch einen High Shine in der Farbe 247. Korallig. Super, super schön. So, dann haben wir hier noch einen. Das ist eher so ein sehr schlichter. Dann habe ich hier noch eine Farbe gefunden. Dann habe ich hier einen Lipgloss von Wet n Wild. Ja, den kann man benutzen, mache ich jetzt nicht. Dann habe ich noch einen Liquid Lipsticks, den fand ich auch sehr, sehr schön. Die Liquid Lipsticks von Wet n Wild sollen auch gut sein. Ist auch eine super Farbabgabe. Und das ist auf jeden Fall ein Gloss von dieser, ich sage immer, Vögelchen-Edition von Wet n Wild. Der ist halt sehr, sehr hell. Da muss ich jetzt mal schauen, ob ich den benutze. Den lasse ich mal liegen da. Dann habe ich noch Augenbrauenprodukte. Dann habe ich mir einen Ultra Last in der Farbe 16 gekauft. Und zwar ist es auch wieder so ein typisches Jenny, ja. Aber das ist von Essence, kostet 2,25 €, sind eines der besten Lippenstifte, die ihr in der Drogerie finden könnt. Der da kommt meine Verlosung. Das ist ein P2, den ich jetzt nicht benutze von Primark. Dann habe ich hier zum Beispiel ein, oh, die Marke finde ich ganz schrecklich. Also dieses, ach, wie heißt denn der Kack da? Also der kommt weg. Das ist der 128 irgendwas, keine Ahnung. Genauso wie dieser Gloss. Der Gloss ist auch nicht gut. Der ist sowas von klebrig. Der sieht zwar hübsch aus, ja. Ich weiß nicht. Also ich bin mir dazu so uneinig. Der sieht ja hübsch aus, aber der Geruch ist einfach sowas von süß. Ich stecke den jetzt nochmal her, falls ich noch ihm eine Chance geben will. Dann habe ich hier noch einen Liquid Eye Shadow. Den habe ich zufällig noch hier drin. Da muss ich sagen, irgendwas stört mich daran. Und zwar seht ihr das. Der ist zwar, wie soll ich sagen, der ist zwar existent da, aber dadurch, dass der halt zwar nur reflektiert, aber nicht richtig deckend ist, ist es super beschissen, mit dem zu arbeiten. Und dann habe ich noch zwei Puristica. Das sind praktisch so nudefarbene Stifte. Die sind so ein bisschen den KKW nachgemacht. Super geil. Die waren nämlich so eine LE von Rival de Loop.
Und die finde ich wirklich wahnsinnig gut. Die sind echt total cremig. Und das, was ihr hier jetzt noch seht, ist der Lavera zum Beispiel. Ja, also Lavera ist halt jetzt auch nicht so. Das ist mega trocken alles und auch nicht so meine Farbe. Das kommt weg. Der BB-Lippenstift, der gefällt mir auch nicht. Der muss auch weg, weil der ist schon ewig alt. Die Anti-Pickel-Gele müssen auch weg. Das muss weg. Der Creamy Coco und diese Salbe bleibt noch. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich praktisch, wie ich die packe, so ganz allgemein. Meine Lippenstifte, die seht ihr jetzt ja hier. Ich finde halt, wenn ihr die in so einen Container reinmacht, sehen die halt so viel ordentlicher aus, weil ihr halt einfach mehr Überblick habt. Und ich zeige euch mal jetzt, wie die anderen Lippenstifte immer so in den Boxen aussehen, damit ihr einen groben Überblick bekommt, wie ich praktisch so ein bisschen sortiert habe, weil ich so ein bisschen auch meine Make-up-Sammlung ein bisschen aufspalten möchte, weil das einfach bei mir mehr Sinn macht. So, ich habe jetzt mal die Schublade reingemacht. Also in der ersten Schublade findet ihr halt bei mir nur so, ich sag mal, meine Concealer, Puder und sowas. Das ist halt so ein bisschen so der Praxis halber, dass ich einfach ein bisschen praktischer habe. Dann habe ich jetzt hier, ich weiß, dass ihr das alles schon mal gesehen habt, aber ich habe jetzt auf jeden Fall mal mehr bin jetzt mal mehr drauf eingegangen, wie ich das organisiere. Ich habe jetzt hier mal die Lippenstifte und Produkte benutzt. Jetzt habe ich aber mein Augenbrauengel, das kommt eigentlich oben rein. Ein bisschen sortiert, so Glosse, ein bisschen unfestere, dann halt meine Liquid Lipsticks, darunter die Too Faced. Also, das ist alles so ein bisschen klar, wenn ihr die Menge habt, ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Dann habe ich hier drunter, da habe ich auch noch ein bisschen Platz gelassen, weil ich weiß, dass diese Edition, also das ein bisschen immer größer wird. Das sind die neuen aus der Kollektion jetzt und zwar von der Blue Blood Collection. Oh, so schöne Farben. Die Jeffree Star sind halt so meine große Leidenschaft. Da habe ich über 30 Stück von. Dann habe ich hier die Superstay Inks. Da habe ich viele von meiner Mama bekommen, weil die steht auf die. Dann habe ich hier Dose of Colors komplett. Sehr, sehr gute Liquid Lipsticks. Sind auch absolut meine Favorites. Habe jetzt halt, wie gesagt, auch so kleine Minis. Die sind halt mega schön. Ist auch die Farbe Titanic. Einfach sowas von geil. Benutzt die natürlich auch als Eyeliner, weil die könnt ihr zum Beispiel auch als Eyeliner verwenden. Dann habe ich hier zum Beispiel die NYX Liquid Lipsticks. Da hinten sind meine Kiko Lippenstifte, meine Maybelline. Hier sind noch so ein paar Milanis. Das sind diese Lippenstifte, die Matten von Revolution Pro. Und hier ist so eine Ansammlung ein bisschen Crazy Colors. Ja, so Farben. Auch zum Beispiel Lippenstifte und meine High-End-Lippenstifte, die ich einfach sehr, sehr gut finde. Und das ist mein, ja, das ist mein Color Basis Lip Pen Stift. Mag aber den Liquid Lipstick lieber. Und dann habe ich hier unten, habe ich ja, die Rival de Loup Matte Coutures. Die waren halt auch mal richtig, richtig gut. Ich habe davon voll viele. Habe hier noch ein paar Glosse. Hier sind auch noch ein paar Plumping Glosse. Hier sind meine Sephora, meine Fenty Glosse sind auch hier drin. Und jetzt gerade in meinen Taschen verflogen. Und das ist alles Colourpop. Und ich habe wirklich, also ihr könnt wirklich, diese Dinger findet ihr in diesen Abteilungen, wo ihr diese Sammlerkisten, wo ihr diese typischen IKEA-durchsichtigen Kisten, die könnt ihr dort finden und die könnt ihr dann direkt da rein. Es sieht zwar ein bisschen gespannt aus, wie ihr seht, aber es passt auf jeden Fall da rein. Ich habe, wie gesagt, noch einige in meinen Taschen selber. Ich hoffe, dass dieses Video euch so ein bisschen Inspiration gegeben hat, wie ihr praktisch schon ein bisschen sortieren könnt. Ihr könnt halt hier locker paar hundert Lippenstifte unterbringen. Ich habe diese Organisation praktisch fast in allen Schubladen auch. Gerade zum Beispiel sowas hier habe ich hier auch. Habe fast überall Acrylics drin oder irgendwelche Schalen oder so. Aber es macht einfach Sinn, wenn ihr eine größere Anzahl an Make-up eigentlich habt. Zum Beispiel auch hier bei den Paletten zum Beispiel. Da habe ich jetzt oben jetzt welche reinsortiert hier in den Stack. Und habe hier halt so, damit ich halt greifbar alles auch sehe. Weil was ihr halt nicht in der Nähe habt, werdet ihr nicht benutzen. Und das ist halt super schade, vor allem, weil hier einfach hunderte Euro, tausende Euro drin liegen. Und das ist einfach so, so schade. Die größeren Paletten sind hier unten, habe aber schon richtig ausgeräumt. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Ich werde jetzt öfters mal Video drehen, wo ich euch ein bisschen zeige, wie ich was organisiere, was für Favorite-Produkte ich einfach habe, wie ich das jetzt am besten organisiere, um möglichst viele Sachen auf kleinen Raum zu packen. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Tschüss! Immer noch die Swatches dran. Bis bald! Und wer sich wundert, der immer wieder meine Videos prankt, das ist Nuki. Nuki hat sich wahnsinnig gut gemacht. Er ist zwar immer noch sehr klein, wie man sieht, ja, aber er ist ein großer, großer Schatz. Nur damit ihr ihn auch mal wieder gesehen habt. Eine ganz große Freude in unserer Familie, total der süße Kerl.
und schon sehr erwachsen geworden. Er hat jede Menge Scheiße im Kopf, also er geht gerne regelmäßig in die Katzenklos und macht da Unordnung. Und ich will auch gar nicht wissen, was du sonst da machst, du kleines Hasenschwein. Und auf jeden Fall sehen wir uns bald wieder, meine Lieben. Ich wollte auf jeden Fall euch den Kleinen nochmal zeigen. Er ist immer noch mega klein, schaut mal. Also wenn ich so sehe, meine Hand ist immer noch, seht ihr ja so ungefähr. Aber er ist ein sehr lieber Kerl. Er braucht noch ein bisschen Zeit, um stubenrein zu werden. Aber ansonsten ist es ein sehr stabiles Kerlchen.